Hallo, es geht weiter mit den Gewinnern des Shop Usability Award. Auf der Bühne war viel Tobabo und wenig Zeit, die einzelnen Shopbetreiber zu interviewen. Und deshalb haben wir das im Nachgang gemacht. Und ich habe gesprochen diese Woche mit Sushi Bike Gründer Andy Weinzierl. Und ich muss sagen, das ist schon eine coole Nummer, weil ich habe ihn natürlich gleich gefragt: Erstens, wie kommt man dazu, ein Fahrradhersteller zu werden? Dann hat er erzählt, ja, ich habe das. Oder vorab im Gespräch hatten wir das schon, hat erzählt, mit seinem Vater entwickelt, der kommt eigentlich aus einer Radlfamilie. Wir sind übrigens auch ziemlich krass ins Bayerische abgerutscht, weil er halt Münchner ist. Dann hat mich interessiert, ja, kommt Fahrrad rein, wie organisiert man das eigentlich, ist ja ein bisschen kompakt alles, wird das eigentlich konfiguriert oder müsst ihr noch was zusammenbauen oder wie funktioniert. Dann hat er Joko Winterscheid ja mit dabei und mich hat natürlich interessiert, wie kriegt man denn eigentlich einen Joko Winterscheid einfach mal so. Tatsächlich hat er den einfach den nicht angerufen, er hat ein E-Mail geschickt. Hi Joko, willst du mitmachen? Und er hat mitgemacht, die Prominenz hat was gebracht, die Reichweite hat was gebracht. Naja, und am Ende will ich wissen, wie ist denn der Alltag eines Shops, der Fahrräder verkauft, so wie Sushi Bikes. Und danach spreche ich mit Nathalie Steiger, Nathalie Steger, die war damals beim Interview schon verwirrt, weil ich gesagt habe, hey, wir hatten ja nicht so viel Zeit auf der Gala, aber sie war eigentlich gar nicht auf der Gala, sondern damals wird der Preis von Tante E abgeholt. Also es ist ja immer ein bisschen Tobabo auf so einer Gala und als Moderator verliert man vielleicht leicht den Überblick. Jetzt habe ich Nathalie Steger wirklich am Apparat, wirklich mit ihr gesprochen, wirklich getroffen, zumindest virtuell, und wir haben über Badesofa gesprochen, eine wirklich sehr, sehr coole Idee und ein cooler Online-Shop. Geht ein bisschen ausführlicher los. Die kleinen und mittleren Unternehmen sind heute hervorragende Nischenplayer, die ihren Kunden einfach mehr geben. Mehr Liebe zum Produkt, mehr Story, mehr Purpose, und so ein Nischen-Champion ist der diesjährige Gewinner der Kategorie Small Business, Sushi Bikes aus München. Gratulation! Der E-Bike-Händler konnte auf den K5 Shop Insights eine super Gesamtnote von 9,5 erreichen. Er zeichnet sich durch einen optimalen Zuschnitt auf die eigene Zielgruppe aus, eine ästhetische Bildsprache und umfangreiche Produktseiten. Alles realisiert auf Basis von Shopify. Er sagt genau, für wen er der richtige Partner ist und für wen nicht. Und er nutzt bewegtes Bild genauso souverän wie klassische Verkaufstechniken, die wir bei den großen Händlern lange vermissen. Ein tolles Beispiel für die Kreativität der KMU. Herzlichen Glückwunsch, Sushi Bikes. Gratulation. Mega Online-Shop, super Marke, super Fahrräder. Mit welcher Erwartung seid ihr hierher gekommen? Mit gar keiner großen. Also, wir wussten gar nicht, was uns hier erwartet. Hatten schon natürlich Hoffnung, dass wir mal was gewinnen. Aber jetzt? Ja, seid ihr übertrieben happy? Ja, schon. So ein schöner Preis. So, jetzt geht's los. Hallo, Andi. Hallo, Hannes, grüß dich. So, wunderbar. Ich habe schon ein bisschen was erzählt zu dem Online-Shop. Vielleicht kannst du das in deinen eigenen Worten auch nochmal beschreiben. Was findest du, ist wirklich die Besonderheit an deinem Unternehmen, an deinen Fahrern, die ihr produziert und verkauft? Ja, in erster Linie wollen wir Elektroradl ja prinzipiell cooler machen, damit nachhaltige Mobilität irgendwie attraktiver wird im Großen und Ganzen, und deswegen bieten wir es natürlich auch ein bisschen günstiger an als andere E-Bikes, und im Shop versuchen wir das vor allem über diesen ganzen Lifestyle-Charakter zu spielen. Also unsere Website schaut nicht aus wie ein, also natürlich hat es Online-Shop Qualitäten irgendwo, aber es ist schon sehr viel bunt und sehr viel Story, würde ich mal behaupten. Total, ich habe jetzt gesehen, seit heute habt ihr so ein Video drauf, der das alles einmal komplett erklärt. Ist ja mega gut gemacht. Dankeschön, Dankeschön. Wie kommt man zu so einem Video? Wer macht sowas? Also wenn du das animierte Video meinst, ja, genau. Davon gehe ich mal aus. Genau, ja. Das hat bei uns der Peter gemacht, der war bei uns Praktikant und dann lange Werkstudent, und der hat das mal in ein paar Tagen zusammengezaubert mit genau denen. Also die Mission war quasi, die häufigsten Kundenfragen, Kundinnenfragen zusammenzufassen in dem Video, dass wir immer bloß das schicken müssen und das beantwortet hoffentlich alles. Das, ja, ich glaube schon. Also du darfst Asphalt fahren, Schotter fahren, aber bitte fahr nicht Offroad mit dem Bike. Genau, genau. Aber sag mal, wie kommt man eigentlich, ich habe schon ein bisschen reingelesen, aber nochmal, die Story ist ja verrückt, wie kommt man denn bitte drauf, ein Fahrrad zu produzieren? Das ist ja schon
Also hättest du jetzt gesagt, ja, wir haben atmungsaktive Socken oder so, das ist irgendwie alles überschaubar, aber so ein E-Bike hat ja echt eine brutale Komplexität. Das macht mir jetzt, also ist schon ein Riesending eigentlich. Wie kommt man drauf oder wie hast du das angefangen dann? Also prinzipiell wollte ich ja ein E-Bike für mich selber haben, weil ich das Konzept einmal ausprobiert habe von meinem Papa damals und habe mir gedacht, genau das ist eigentlich schon cool und löst mein Mobilitätsproblem, nämlich einmal komplett durch München fahren zu müssen in der Früh und meinen Schweinehund zu überwinden. Aber es war halt zu teuer und nicht schön genug, sondern eher Early Adopter-mäßig Ü60 Zielgruppe im Design angesprochen und das wollte ich halt nicht. Und dementsprechend haben mein Papa und ich uns hingehockt und geschaut, wie kann man denn so ein Fixie-Bike umbauen, ein Single-Speed-Bike zu einem lässigen E-Bike. Und so ist die Idee entstanden damals und wir haben viel geflucht, während wir das entwickelt haben, mein Papa und ich, und während wir da rumgeschraubt haben, haben wir gesagt, können wir nicht einfach Trinkflaschen bauen oder sowas? Das wäre deutlich entspannter gewesen, glaube ich. Aber mei, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ein Radl ist tatsächlich komplexer. Ja. Aber weißt du, was du gesagt hast, es hat tatsächlich die Filigranität eines Fixie-Bikes mit einem E-Motor, weil sonst mein E-Bike wiegt halt schnell mal irgendwie 30 Kilo, dann hast du also einen schweren Bock, ist jetzt vielleicht als Citybike nicht wahnsinnig cool, wie du sagst. Und das Mountainbike für 6.500 Euro oder so, vielleicht ein bisschen overengineert für den Weg durch München. Ja, und manchmal ist ja total cool, wenn man keine Ahnung von der Branche und vom Produkt hat. Dann geht man nämlich rein und behauptet einfach mal, so ein E-Bike kommt mit einem Gang aus. Das war ja damals meine Grundthese, warum ich den ersten Prototyp aufgebaut habe, weil ich das nicht glauben wollte, dass man schalten muss bei einem E-Bike. Und tatsächlich funktioniert das und das sollte der erste Prototyp erfüllen. Einfach mal beweisen, dass es nur einen Gang braucht, wenn der Motor dran hängt. Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also gut, du hast ja beschlossen, du wirst Fahrradhersteller werden. Du hast es mit dem Dad ja zusammen entwickelt. Wo wird das heute produziert? Oder wird das in Teilen produziert und ihr baut das in München dann final zusammen? Weil ich kann es ja konfigurieren. Ja, du kannst wenig konfigurieren ab Werk tatsächlich, also kannst viel Zubehör dazu kaufen. Wir montieren aber tatsächlich selten noch irgendwas individuell, eigentlich gar nicht. Also es gibt immer die Standardmodelle in den Varianten. Ah, okay. Hängt eben damit zusammen, dass ich die Lieferketten so schmal wie möglich haben wollte und damals noch in Asien produziert. Jetzt montieren wir schon in Südeuropa und nächstes Jahr produzieren wir auch Rahmen und Laufräder in Europa. Also da haben wir jetzt schon sehr, sehr viel rüberbekommen in die EU. Natürlich noch viele Elektrokomponenten, die aus Asien kommen, aber so schaut momentan die Lieferkette aus. Also nächstes Jahr wirklich nachhaltiger ein bisschen. Also von, genau, aus welchem Grund? Wegen schwierigen Lieferketten in Asien oder weil du sagst, eigentlich müssten wir es nachhaltiger machen. Nachhaltiger heißt automatisch näher. Ja, das primär. Also wir verfolgen da jetzt schon eine sehr große Impact-Strategie. Die müssen wir jetzt auch nach und nach vorstellen. Aber ich will mich immer erst damit brüsten, wenn wir Dinge richtig gemacht haben und irgendwie auch nachweisbar was anders gemacht haben und nicht schon davor drüber reden. Deswegen jetzt ziehen wir es erstmal rüber, schauen, dass alles funktioniert und dann reden wir drüber. Aber im Prinzip politische Gründe, Lieferkettengründe, also Stabilität und Nachhaltigkeit am Ende. Also es hat nur Vorteile, wenn wir lokal sourcen. Mhm. Und in der Preisklasse macht das keine Firma. Also das ist... Da wird man schon für wahnsinnig erklärt, wenn man sagt, man will für den Preis einen Rahmen in Europa bauen, aber das funktioniert ja doch irgendwie. Du sagst mir jetzt, ein Freund von mir, der produziert Snowboards, recht bekannt eigentlich, und der sagt, mein Snowboard produzieren super aufwendig, hast eine Riesenlagerhalle, steht das alles drin, eine riesengroße Geldsortieranlage, was ihr da gebaut habt. Also bei dir ja genauso. Wie kann man das mal finanzieren? Da ist ja ein Riesenlager. Ist jetzt, also wie gesagt, ist halt keine, sind keine Socken. Ja. Ja, Finanzierung ist das größte Problem, keine Frage. Also wir haben zum Glück tolle Banken im Hintergrund gehabt die ganze Zeit, die uns sehr, sehr früh unterstützt haben. Ist ja auch für ein Startup nicht gewöhnlich, dass man da das Working Capital herbekommt. Stimmt, ja. Dementsprechend haben wir nie ein Venture Capital drin gehabt bisher. Aber wir müssen natürlich schauen, fürs nächste Jahr wird es dann schon irgendwann auch schwierig mit den bestehenden Linien und der Menge, die wir da jetzt irgendwie auch skalieren wollen. Da müssen wir uns dann wieder neue Methoden einfallen lassen und vielleicht auch ein bisschen Eigenkapital stärken. Also es hilft alles nichts, aber ja, es ist sehr kapitalintensiv, definitiv. Ja. So, eine Bestellung kommt jetzt bei euch rein. Dann, du sagst, es wird jetzt nicht maßgefertigt oder es wird jetzt auch nicht konfiguriert, sondern das, was ihr darstellt, ist ja eigentlich eine Variantenauswahl und die Varianten hast du halt eh schon da. Das heißt, im Prinzip musst du da nicht mehr so viel machen. Das Radl steht in der Ecke, der Logistiker kommt und er liefert es zu mir, oder? Und ich muss dann aber kaum noch was machen wahrscheinlich, außer den Lenker gerade rücken. Genau, du setzt den Lenker noch ein, da sind wir ein bisschen anders. Das, was du kennst, ist das typische Bild. Wir haben beschlossen, den nicht schief zu stellen, weil ich da Probleme sehe, dass der nicht immer gerade steht und ich nicht will, dass jemand einmal an der Vorbau rumarbeitet sozusagen. Dementsprechend wir setzen ihn einfach ein, setzen einen Sattel ein, das vordere Laufrad rein und dann geht's schon los. Also es sind vier Handgriffe. Manche davon müssen ein bisschen geübt sein oder man muss sie ein bisschen reinfuchsen, aber das nach dem zweiten Mal funktioniert das hervorragend. Okay. Ich habe ja so die letzten zwei Jahre oder drei Jahre waren es eigentlich ziemlich viel für Bike24 gemacht und da war
immer das ganz große Thema. Du kaufst dir ein Bike online, lächelst du gleich bei Bike24, das ist eigentlich ein bisschen eine andere Welt ja eigentlich. Du verkaufst dir das Bike und dann ist es kaputt oder du hast eine Reparatur oder irgendwas. Da gehe ich in Schliersee, in meinem Heimatort, an den Radladen und er sagt, weißt du was, ich repariere das nicht, schick es zurück im Internet. Oder frag doch die von Bike24, wie sie es dir reparieren. Aber da sind die ja schon hardcore, gell? Das ist so ein Internetradl, hast du jetzt stationär schlechte Karten, wie habt denn ihr das gelöst? Ja, das ist brutal. Also man nimmt das auch am Anfang total persönlich, weil du wirst ja überall abgelehnt erstmal, wenn du mit der Idee kommst. Genau. Und ich bin von Radlladen zu Radl gegangen in München und habe versucht, die als Servicepartner zu gewinnen, als ich noch gar nichts hatte. Also als ich die Idee hatte und bin mit meinem Prototyp vorbei, habe gemeint, hey, könnt ihr euch vorstellen, da irgendwann mal Service zu machen? Ich könnte mir vorstellen, habt ihr keine Lust drauf. Also es hat wirklich lang gedauert, bis wir welche überzeugt haben. Jetzt, wo aber auch die großen Ketten Interesse bekommen, für uns Service zu machen, ohne dass sie Bikes verkaufen. Das ist eben das Spannende, zu entkoppeln, den Handel und den Service zu entkoppeln. Und das verstehen aber jetzt immer mehr Fahrradläden, weil wir waren jetzt alle verwöhnt die letzten 3 Jahre, aber so langsam ist da auch wieder ein bisschen Luft drin und dann öffnen sich auch einige. Und dieses Upsell-Potenzial, wenn die zum Service reinkommen, dann verkauft er halt meinetwegen noch ein Schloss dazu, einen Korb. Und da ist Sushi halt total prädestiniert dafür, weil es ist so standardisiert. Du kannst alles dran schrauben und das ist ja ein Paradies für das, wo Händler wirklich Geld verdienen und das ist Zubehör. Und den Service machen sie auch noch gleich mit. Also so inzwischen funktioniert das, weil wir die aber auch ernst nehmen. Und weil wir die nicht vernachlässigen, sondern eine Vollzeitstelle demnächst intern haben, der oder die sich nur darum kümmert, dass denen gut geht. Ich würde gerade sagen, das ist ja eine Vollzeitaufgabe, oder? Dass die erstmal findest alle, dass die dabei bleiben und die haben ja auch Fragen und alles. Ja, vor allem dabei bleiben. Die wollen ja am gleichen Tag noch ein Ersatzteil haben oder spätestens am nächsten Tag. Aber wenn die einen Tag auf die Antwort warten, dann ist die Kundin, der Kunde verärgert. Das wollen die nicht. Die wollen ihren Service aufrechterhalten. Also, und das haben ein paar Player im Direktkundengeschäft vernachlässigt, finde ich. Also das kriegen wir zumindest gespiegelt von den Händlern, dass diese Betreuung so intensiv ist und auch ernst genommen werden muss. Das darf nicht nebenher laufen, sondern das muss wirklich intensiv gemacht werden. Ja, ich glaube, sofort würdest du sonst in guten Zeiten, würde man wahrscheinlich die Partnerschaft pflegen und in schlechten Zeiten, dann, wenn es wirklich eintrifft, braucht was von dir, dann, naja, okay. Ich habe auf der Website gelesen, 2018 kam der Joko Winterscheid zu dir. Es war eigentlich der Start, glaube ich auch, oder? Das hieß ja vorher anders und dann habt ihr das zu Sushi Bikes umbenannt. Jetzt hier, das Team hier hat gleich gefragt, du frag ihn unbedingt, wie lernt man den Joko Winterscheid kennen und wie schafft man es, dass der dann mitmacht? Ja, das ist total einfach. Also man googelt die Person, die man anschreiben möchte und gibt dahinter Website ein und dann findet man die Website dieser Person vielleicht und dann steht da garantiert im Impressum irgendeine E-Mail-Adresse und da schickt man einfach sein Pitch-Deck hin. Also so könnte man theoretisch prominente Menschen finden. Also gut, das ist nicht dein Großcousin und das ist nicht irgendwie so Netzwerk, sondern du hast wirklich angefragt, wie wär's? Ja, bei ihm war es tatsächlich über einen gemeinsamen Bekannten nochmal. Also den Vorteil hatte ich schon, dass das über die Intro kam, aber ich habe nur mit 1, 2, 3 anderen gesprochen, weil ich immer gefragt werde, wie würde ich es denn machen, wenn ich jetzt den Kontakt nicht gehabt hätte und dann würde ich es einfach so machen. Das geht nämlich auch und das wäre auch bei ihm gegangen. Bin ich mir relativ sicher, dass man da auch irgendwie rankommt an die richtigen Personen. Das findet man immer raus. Aber da kriegst du ja 100 zu Ideen am Tag. Also du musst das ist das Problem, genau. Du musst halt super geil pitchen, da sagt er, bam, das ist es. Ja, und dann? Musst du den zahlen oder will der einen Anteil oder will was will denn der? Ja, ich wollte, dass er Anteile nimmt. Also ich will ja, dass er Teil ist von Sushi und will das nach wie vor. Und dementsprechend war es mir wichtig, dass er Teil dieser Firma ist und Teil der ganzen Geschichte. Ich will da kein Einmal-Ding draus machen. Das hätte ich auch gar nicht zahlen können. So ein Mensch kostet ja auch wahnsinnig viel Geld, weil er Reichweite hat ohne Ende. Dementsprechend damals Anteile gegeben und dann haben wir das Ding gemeinsam gebaut. Wie du schon gesagt hast, das war nämlich bei der Gründung schon. Also er ist nicht später dazu gekommen, sondern wir haben gemeinsam gegründet und ich fühle mich bis heute wohl. Das ist alles fair, was er da bekommen hat. Sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Ja. Also, dass du es fair findest, hat es sich ja wahrscheinlich auch gelohnt, weil hinsichtlich Reichweite, oder? Also der schaufelt halt echt Reichweite drauf. Oder wie kommst du eigentlich aktuell zur Reichweite? Ja, damals haben wir dann die ersten 6, 7 Monate gar kein Paid-Marketing gehabt. Also erstens, weil ich es nicht konnte und zweitens, weil auch irgendwie da gar kein Fokus drauf war. Ich wollte erstmal die Radl bauen. Aha. Und weil eben auch verwöhnt durch die vielen Bestellungen, die durch einfach diese PR-Welle reinkamen. Also wir waren ja in jeder Zeitung plötzlich, weil er mit dabei war und organisch hat es ganz gut funktioniert. Da haben wir uns gegenseitig irgendwie geshared und so. Und das war alles ganz gut. Und dann haben wir erst ein bisschen später mit der Vera, die dann dazu kam als erste Mitarbeiterin im Marketing, die hat dann die ganzen Paid-Kanäle aufgebaut von 20 Euro Tagesausgabe bis heute irgendwie ein paar tausend Euro am Tag. Das war alles ihr Aufbau sozusagen in den letzten 2,5 Jahren. Aber am Anfang war das seine Reichweite am Ende auch.
Würdest du das empfehlen? Ist das eine gute Strategie? Weil das machen ja wenig eigentlich, oder? Also, dass du dir wirklich eine bekannte Persönlichkeit reinholst ins Business. Ja, ich glaube, es passiert jetzt immer mehr. Das ist in den letzten zwei Jahren auch mit den, wie man es Influencer nennt, die machen das ja auch inzwischen sehr häufig. Es müssen gar nicht die typischen TV- und Fußballprominenten sein, sondern es kommen inzwischen auch ganz normale Influencer, die sich an Unternehmen beteiligen, anstatt einfach immer nur über Affiliate zu verdienen. Das kommt immer mehr. Mai, ob ich es empfehlen würde, es ist krass personenabhängig. Gell? Also welche Person holt man sich rein? Wie tickt die? Wie ist die Beratung von dieser Person auch im Hintergrund? Weil die wird natürlich nicht dauernd am Tisch sitzen, sondern da gibt es ja auch irgendwie Finanzberater, die damit dranhängen und so weiter. Ja. Und das Konstrukt muss stimmen und das muss sich gut anfühlen. Sind ja am Ende auch Mitgründer. Ja, stimmt. Und wie oft trefft ihr euch jetzt? Also macht ihr so richtige Gesellschafterversammlungen und Ideenworkshops oder ist das ganz klar geteilt? Du machst die Radl und er macht die Reichweite. Ja, da ist er natürlich dabei. Also wenn wir uns im Gesellschafterkreis treffen, dann kommt er bei wichtigen Terminen, wenn sie mal irgendwo mit Externen ist und da macht Sinn, dass er dabei ist, ist er auch dabei. Also der investiert da schon natürlich Zeit und hockt da mit am Tisch. Aber ich sag, wir telefonieren öfter oder schicken uns WhatsApp-Sprachnachrichten öfter, als dass wir uns in echt sehen. Okay. Einfach weil die Terminkalender, seiner ist voll, meiner ist auch okay. Genau, apropos vollem Terminkalender. Wie würdest du deinen Job jetzt beschreiben? Bist du jetzt ein Hersteller und bist super viel damit beschäftigt, dass das Fahrrad hergestellt wird, immer besser wird, weiterentwickelt wird? Oder bist du ein Markenartikler und sagst, ich muss eigentlich ständig schauen, dass wir irgendwo oben aufschwimmen? Oder würdest du sagen, du bist ein E-Commercer und hast inzwischen verstanden, wie Paid funktioniert und musst du mit dem Shop beschäftigen oder musst du alles machen und bist überall inzwischen reingerutscht? Was ist der größte Zeitfresser oder der größte Challenge gerade? Also ich spreche jetzt für Sushi generell und nicht für mich persönlich wahrscheinlich erstmal, aber es geht vom Produkt aus, das muss perfekt sein, das muss stimmen und da sind wir natürlich am Innovieren, dass das genau das ist, was die Community braucht oder unsere Käuferschaft, aber dann genau die Faktoren, das ist eben, normale Bike-Brands verkaufen dann an den Handel und haben dieses ganze Gewusel mit E-Commerce nicht und mit Marke aufbauen nicht unbedingt. Marke vielleicht noch ein bisschen, aber E-Commerce nicht. Und diese zwei Dinge haben wir uns halt ans Bein gebunden, weil wir alles selber machen wollten. Mhm. Was aber auch total Spaß macht, weil wir lernen ja das direkte Feedback, wir sehen die Analytics auf den Websites und können dann daraufhin optimieren. Und es ist halt immer ein bisschen anders, gell? Wir inspirieren uns bei anderen E-Commerce-Shops, aber bei uns funktioniert halt alles anders, weil wir haben einen viel höheren AOV, wir haben viel längere Sales-Cycles. Deswegen funktioniert die Attribution im Paid wieder nicht so gut, weil wir kennen ja das Cookie-Thema und so weiter. Ja. Da ist alles schon ein bisschen individueller auf uns und das müssen wir lernen, weil das machen nicht so viele da draußen. Aber das macht ja auch Spaß. Also die Kombi aus, das Produkt muss stimmen und dann hintenrum viel, viel Fokus auf Marke bauen. Das ist, glaube ich, das, was wir machen. Ich habe letztens gesehen, dass du bei LinkedIn, glaube ich, hast du es gepostet, dass ihr so eine Nacht mal durchgemacht habt mit zum Bier oder was, um den Black Friday einzustellen. Da dachte ich mir, ja, cool, ja, dass ihr Shopify genommen habt. Es gibt ja irgendwie einen schnellen Einstieg, bist du sofort am Start. Großer Nachteil, was du bei Shopify verdattelst, ist halt auch gleich verdattelt online, weil du hast halt kein Staging-System dazwischen. Mhm. Also ihr stellt es ein, selber gemacht, selber nachdurchgemacht, gespeichert und dann war auch schon Aktion, oder? Ja, also man hätte natürlich automatisieren können irgendwie. Das funktioniert schon mit Shopify Launchpad und dann die Themes umschalten zum gewissen Zeitpunkt und dann die Discounts online schalten zum Zeitpunkt und die Scripts hätten wir auch timen können. Also das hätte wahrscheinlich alles funktionieren können, aber es ist ja auch irgendwo ein Event, gell? Also sich da um drei hinzuhocken und dann umzuschalten und dann zu sagen, boah geil, jetzt kommt der erste Sale und jetzt geht's los und dann schaust eine Stunde später und dann hast du schon 20 Radl verkauft und das ist ja auch was, da springt das Herz nochmal. Das ist also aufregend. Das muss man schon miterleben. Irgendwie cool, ja. Also wir haben viel automatisiert diesmal und haben dann auch viel einfach den Automatisierungen zugeschaut, dass die umschalten und gewartet und die Posts gehen alle automatisch online. Also wahrscheinlich hätte es uns gar nicht gebraucht, vielleicht für ein, zwei Kleinigkeiten, aber das hätten wir auch später nachziehen können. Aber okay, wie gesagt, das ist auch ein Reiz. Ist auch geil. Habt ihr eine Agentur oder macht ihr das alles irgendwie selber? Na, wir arbeiten bei der Website mit Tante E zusammen. Die machen einen hervorragenden Job. Stimmt, ja genau. Das genau. War die haben ja auch ordentlich abgeräumt beim Usability Award, genau. Er hat ja gesagt, er hat ja einen unfassbaren Output, oder? Jede Woche gibt es einen Tante E Shop im Netz. Ja, aber, ich bin ein bisschen. Ja, aber E ist noch unsere Ansprechpartnerin und Adrian, die sind so super. Die Entwickler dahinter kenne ich natürlich alle nicht persönlich, aber machen einen super Job. Ja. Okay, also die haben eigentlich, ich dachte immer, die haben eigentlich das vielleicht einmalig aufgesetzt und ab dann
baut ihr selber hin, aber nee, die sind immer dabei und helfen euch immer, Dinge weiterzuentwickeln und zu machen. Genau, trotzdem muss man sich natürlich auch irgendwann mal die Frage stellen, wann macht es Inhouse Sinn, gell? Also wenn man sich Kosten anschaut für eine Agentur und was kosten Entwickler vielleicht in Vollzeit, aber dann muss man natürlich das Projektmanagement auch irgendwie sauber haben, das übernimmt der Tante auch, also ja, das ist eine Betrachtung für die nächsten Monate mal, wie wir da drauf schauen, ja. Ja, okay. Letzte Stelle, die mich interessiert bei dem Unternehmen, wir machten die Grafik, ihr seid auch ziemlich grafiklastig, ne? Du hast ja gesagt, wir müssen viel machen, die Marke inszenieren und so. Ja. Das kannst du ja auch da kannst du unendlich viel Geld ausgeben oder du hast irgendwie ein Talentchen bei dir an Bord. Ja. Ja, definitiv. Also das machen wir alles in-house schon sehr, sehr lange. Ganz am Anfang natürlich auch mit Freelancern, Dario zusammengearbeitet, der hat uns die ganze Marke im allerersten Schritt mal gebaut. Dann hat man Rebranding mit Mathilda Mutant, auch super, was sie da gemacht hat. Und jetzt machen wir bei in-house die ganzen Grafiken. Und das macht gerade Emma, die ist eigentlich Industriedesignerin bei uns, weil aber unser Produkt gerade entweder fertig design ist oder was weiß ich, was da gerade der Status ist. Über Produkt spricht man ja nicht öffentlich. Dementsprechend hat sie ein bisschen Zeit und macht auch noch ein bisschen Grafik mit. Und das ist unglaublich, wenn man solche Talente drin hat, die sowas dann auch noch nebenbei machen. Ja, ja, das muss man ganz ehrlich sagen, das brauchst du eigentlich fast, oder? Also wenn du, es schaut dir immer so aus, als würdest du so ein, also direct to consumer, seid ihr eigentlich ja, hört sich immer an, dann wird es jeder schnell machen können. Du suchst dir irgendein Produkt, suchst es irgendwie, nimmst typischerweise tatsächlich einen Shopify-Shop, machst klack, klack, klack und los geht's. Aber es ist ja schon, brauchst du immer deutlich mehr Know-how und deutlich mehr Talente und deutlich mehr Baustellen sind es eigentlich aus vielleicht auf den ersten Blick. Ja, ich glaube, wir machen uns das Leben da schon auch manchmal schwer, weil wir halt so viel Fokus drauf setzen. Und ich glaube, im Fahrrad ist es auch so wichtig, dass da Vertrauen da ist, dass die Marke wirklich extrem aufgeblasen wird. Ich glaube, bei so conversion-getriebenen Dropshipping-Teilen, da brauchst du das ja alles nicht. Da machst du irgendwie deine Grafiken schnell mit Canva als Vorlage oder so. Aber da kommt man relativ effizient durch. Aber wir müssen ja schon langfristig die Leute überzeugen. Das ist ja eine große Entscheidung, über 1.000 Euro auszugeben für ein Fahrrad. Deswegen befürchte ich, müssen wir das machen, was wir gerade machen. Aber ja, ist auch irrsinnig, es macht ja auch irrsinnig Spaß. Jetzt gibt es heute, während wir sprechen, Potato Monday, eine Idee auch von Emma oder Team Marketing, ich weiß es nicht, aber für die Menschen, die verschlafen haben, also die Couch Potatoes nach der Black Week, die haben heute einen Potato Monday und da gibt es wieder Grafiken mit Kartoffeln, das ist unfassbar lustig. Also es macht ja auch Spaß. Das ist wirklich saugut. was wollt ihr jetzt zum Fragen? Eins war jetzt noch ganz spontan. Genau, weil du es vorhin gesagt hast, man muss ja ein bisschen länger drüber nachdenken, bis man sich so ein Fahrrad kauft. Wie lange ist denn die Customer Journey, wenn du es weißt, oder was ist denn gefühlt? Wie lang fummelt man rum, bis man endlich tut? Ja, es ist wirklich schwer zu tracken jetzt durch diese blöde Attribution und das ATT-Thema seit letztem Jahr und so weiter. Es ist nicht mehr ganz einmal frei zu tracken, aber wir gehen immer noch davon aus, dass ungefähr 30 Tage sind, die Menschen überlegen, bis sie sich ein Radl kaufen. Ich glaube, es wird tendenziell kürzer oder wurde kürzer in den letzten 2 Jahren, weil einfach viel Konsumbereitschaft, viel Fahrradbereitschaft. Aber jetzt spüren wir natürlich auch, dass Menschen länger über ihre Entscheidungen nachdenken. Also das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen aktualisieren, wo wir da gerade stehen. Ja, 30 Tage ist eigentlich eh noch okay, oder? Das wäre in Ordnung, ja. Ich habe mir das beim Projekt mitgenommen von Handtaschen, da war 6 Monate. 6 Monate tanzt die Frau um die Handtasche rum, bevor sie dann zuschlägt. Wahnsinn. Ja, aber die kostet ja muss man mehr als der E-Bike. Ja, das glaube ich. Aber vielleicht hast du vom Bike24 noch Zahlen. Das würde mich auch interessieren, aber du darfst wahrscheinlich nicht verraten. Du, vielleicht sollten wir jetzt mal Schluss machen für heute. Jetzt hören wir auf. vielen Dank. Was sind denn so die nächsten Themen, die jetzt angeht? Also Black Friday überstanden, ganze Black Week überstanden. Jetzt hast du heute noch deinen Potato-Tag und wer weiß, was morgen kommt. Und dann ist Ruhe bis Frühling, wenn alle wieder anfangen. Oder war das jetzt super Umsatzhype für euch? Weil es jetzt die typische Radlsaison. Ja, klar. Also doch, November war der drittstärkste Monat jetzt in diesem Jahr. Das ist tatsächlich so durch die Spicy Week. Das hat die Erwartungen noch mal ein bisschen übertroffen, obwohl wir gedacht haben, das Konsumverhalten ist nicht da, wo es sein soll und so weiter. Aber das war gut. Jetzt gilt es aber, den Drop danach aufzufangen. Das ist ja immer das, wenn man eine Aktion macht, muss man danach irgendwie schauen, dass man die Zahlen wieder raufbringt. Viel Bestandskundenmanagement. Wir wollen die Menschen glücklich machen, die schon eins gekauft haben. Da muss jetzt der Fokus wieder drauf. Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht findet man da wieder lustige Ideen. Mal schauen. Es wird nicht langweilig, ja. Ja, okay. Und technisch im Shop passiert nochmal irgendwas oder bist du jetzt happy gerade so, wie es ist? Ja, wir haben noch so eine Bundle-Thematik, da geht es ganz tief technisch rein, wie man sowas am besten löst. Also das macht auch jeder anders, habe ich das Gefühl, da gibt es noch keine vernünftige Lösung. Unsere ist auch nicht optimal, da müssen wir nochmal ran. Und ich würde schon gerne deutlich mehr testen und das kann jetzt die nächsten Monate mal passieren, dass du unseren Shop zwischenzeitlich nicht mehr wiedererkennst, weil wir jetzt den vielleicht mal wieder auf den Kopf drehen und schauen,
vielleicht müssen wir alles anders bauen. Vielleicht, aber das ist vielleicht auch meine Person, einfach nochmal kurz alles in der Fragen und zu sagen, jetzt bauen wir den nochmal komplett neu, weil uns ist ja sonst auch langweilig. Ja. Ja, wunderbar. Dann entlasse ich dich jetzt wieder in deinen Potato-Tag. Vielen Dank für die kurzen Insights. Ich fand es schon super spannend. Danke, Hannes. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Something you can't tame, 'cause I break the chains. Can't control me. I got the power. I got the keys.